Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Livestream-Event in Vorbereitung auf den Welt-Tai-Chi- und Qigong-Tag 2023. Ich bin Sascha Lewin-Behrens. Ich bin seit einigen Jahren aktives Mitglied bei der Bundesvereinigung Tai-Chi und Qigong. Und wenn euch das Projekt hier gefällt, dann abonniert auch gerne unseren Kanal, lasst auch gerne ein Like da und empfehlt die Seite auch gerne weiter. Ja, das Thema heute ist Essenz, Qi und Geist. Und wir kommen jetzt zum nächsten Thema, den Loosenings. Und ein charakteristischer Punkt oder eine besondere Charakteristik der Loosenings ist das Up and Down. Und in den drei Schätzen oder eine Betrachtungsweise der drei Schätze ist, dass aus dem Dao das Yin und Yang hervorgegangen ist. Und zwischen diesen beiden scheinbaren Polen gibt es die Bewegung des Qi. Und somit finde ich das eigentlich eine sehr schöne Verbindung im Up and Down, die Bewegung des Menschen zwischen Himmel und Erde wiederzufinden. Und ich bitte mal den Helmut Bauer zu mir. Hallo Helmut. Hallo Sascha, hallo alle Zuschauer. Du bist einer der aktiven Vorstände von der Deutschen Qigong-Gesellschaft. Euch würde ich auch gerne fragen, seit wann gibt es euch denn? Ja, ich bin einer der Vorstände zusammen mit der Angelika Hansen, meiner wunderbaren Kollegin, sind wir gerade die aktiven Vorstände. Uns gibt es im Prinzip ganz genauso wie die Gesellschaft, die ich jetzt gerade gehört habe, nämlich seit 1991, offiziell eingetragen, 1990 gegründet. Sind wir jetzt auch schon etwas über 30 Jahre im Spiel? Du selber bist, wenn ich das richtig gelesen habe, schon seit 20 Jahren auch Tai Chi und Qigong-Lehrer. Ja, diese Zahl 20, die schleift man so mit, das sind wahrscheinlich mittlerweile schon ein paar Jährchen länger. Also man schreibt sich sowas mal in die Annalen rein, 20 Jahre, und dann schleppt man das mal 5 Jahre oder 10 Jahre mit. Eigentlich sind es mittlerweile Pi mal Daumen schon knappe 30 Jahre. Also ich habe mit Qigong angefangen. Wir haben auch sehr, sehr früh mit der Ausbildung der Deutschen Qigong-Gesellschaft angefangen, mit der Qigong-Ausbildung für Kursleiter und Lehrer, haben mittlerweile 20 Standorte. Und Tai Chi war mein erster Einstieg in die sanften Künste, das heißt Aikido als erster Dan. Ganz ursprünglich komme ich aus der Meditation, saß mal als buddhistischer Mönch im Dschungel von Sri Lanka, habe mich da 3 Jahre mal vor die Wand gesetzt, ähnlich wie Bodhidharma. Und jetzt vielleicht mal gleich die Brücke rüber zum Qigong, das mag durchaus interessant sein. Ich denke, dass was ist die Essenz vom Qigong? Warum brauchen wir das im Westen? Was wollen wir damit? Es ist im Prinzip geht es um Pflege der Achtsamkeit. Wenn wir uns ins Fettnäpfchen des Leidens reinsetzen, Krankheiten, Verstauchung, unnützige Geschichten, dann ist es immer eine Sache der Unachtsamkeit. Komme ich in meine Achtsamkeit hinein, kann ich auf mich aufpassen und komme aus meinen Fettnäpfchen, die ich mich hineingesetzt habe, wieder raus. Es ist ganz banal. Ich bin eher mal ein bisschen, wie soll ich sagen, der Pragmatiker. Ich brauche es praktisch, ich muss es haptisch haben, ich muss damit geschickt umgehen können. Und genauso ist eigentlich Qigong ein geniales Werkzeug, das den Menschen wieder befähigt, in mehr Selbstbestimmtheit, mehr Selbstermächtigung, mehr Selbstfreiheit, mehr Selbstbewusstsein, sein Leben zu leben. Und wenn das funktioniert, dann schenkt mir der ganze Menschheit mit dem Aspekt von Qigong mehr Wohlbefinden. Und dann gilt halt in Qigong auch die Prämisse, das heißt vom Mikrokosmos zum Makrokosmos. Ich brauche mich nicht aus dem Fenster, ich muss die Welt verändern, den großen Frieden bringen und darf die ungünstigen Situationen kritisieren, wenn ich nicht den inneren Frieden finde. Und der innere Frieden fängt halt innen an. Und Qigong ist ein Weg, den inneren Frieden zu gestalten, ganz einfach. So, und jetzt die Brücke rüber, die du ja auch schon mal sehr schön geschlagen hast, von Himmel und Erde, Yin und Yang, die Up and Downs. Wir haben in unserer Ausbildung hier in der Deutschen Qigong-Gesellschaft mannigfach Formen. Das ist eigentlich eine ziemlich gefährliche wie soll ich sagen, eine Verführung, diese Angelhaken gleich zu schlucken für den, der da rein möchte. Aber man kriegt so viele Formen verkauft. Man kriegt bei uns die Fahnenwangongs, den Kranich, die Himmel und Erde verbinden, die Feuer- und Wasserübung, die Ursprung des Lichts, Yun Ming Gong. Die Gefahr ist,
dass man sich an die Formen verkauft und meint, nach so und so viel Formen oder in der Form wäre die Essenz drin. Und wenn man dann die Form fleißig am Schluss übt, dann kommt man zur Essenz. Die Essenz liegt wo ganz woanders. Die Essenz ist viel einfacher und viel weiter vorne zu finden, da wo man schon gar nicht mehr hinschaut. Im Qigong heißt es, es gibt zwei Bewegungen des Qi zu führen. Diese zwei Bewegungen sind up and down, open, close. Also heben und senken, öffnen und schließen. Professor Zhong, unser Mentor aus China, der ist dieses Jahr gestorben, der hat damals schon etwas mitgebracht, was wir mittlerweile so ein bisschen spielerisch umgetauft haben in die Welle, aber er hat Heben und Senken mitgebracht. Und Heben und Senken oder Up and Down ist die Essenz von jeder Bewegung auf Planet Erde. Das kleine Kind, das aus der Gebärmutter krabbelt und dann die ersten Bewegungen später mal anstellt, ist ab dem Moment dem Spiel der Schwerkraft ausgesetzt. Und da geht es zuallererst darum, dieses Spiel der Schwerkraft zu meistern. Ein kleines Kind ist in diese Harmonie von Himmel und Erde noch hinein gelegt, sage ich mal. Es bewegt sich noch korrekt zu Himmel und Erde. Es lernt vom Boden aufzustehen. Es lernt die Gelenke, Fußknöchel, Kniebecken auf die Wirbelsäule korrekt einzusetzen. Sobald das Wesen, der Mensch, das arme Kind ein Denkwesen wird, verliert sich das wieder und ab dem Denkwesen hat er diesen Zugriff auf die Harmonie von Himmel und Erde verloren. Ja? Und muss dann vielleicht, wenn er dem Qigong begegnet, wieder in diese kindliche Gesundheit zurückfinden, die Auseinandersetzung mit Himmel und Erde anbietet. Und die Auseinandersetzung mit Himmel und Erde ist zuallererst heben, senken, öffnen, schließen. Und da gibt es ein wunderbares Set, das einfach wirklich komplett verkannt wird, auch von dem Namen her, Loosenings. Die sind vom Huang Shengxian, meinem Großvater, Tai Chi-Lehrer, entwickelt worden, basieren aber auf den alten Klassikern der Tai Chi-Schriften. Und Huang Shengxian war auch Arzt, also er war auch der Mediziner. Das heißt, es ist jetzt nicht eine Geschichte, die aus den Kampfkünsten kommt, weil Tai Chi-Ching wird ja immer oft als zwei verschiedene Paar Stiefel gesehen. Im Prinzip gehören dann zwei Füße, ein paar Stiefel ran und die passen zusammen. Ja? Also mit einem Stiefel kann kein Mensch laufen. Und diese Geschichte, das heißt, Qigong und Tai Chi sind im Prinzip immer den gleichen Bewegungsprinzipien verpflichtet, nämlich Himmel und Erde, Up and Down. Und das wird wirklich, wirklich, wirklich übersehen. Kraft kommt aus der Erde, fließt zum Himmel. Das Qi des Himmels muss geschluckt werden. Das heißt also, das sind so die Bezeichnungen aus den alten Schriften. Bevor man in seinen Füßen anfängt mit einem Up and Down, steigt man vom Himmel in die Erde, scannt seinen Körper in die Erde runter. Also die alte Sprache Chinas muss man sich auch in praktische Anwendungen übertragen. Da heißt es, das Qi des Himmels schlucken. Das Qi des Himmels schlucken ist nichts anderes als das Konzept, den Körper mal von oben nach unten zu scannen. Damals hatten die keinen Scanner, heute hätten es wahrscheinlich auch Scanning genannt. Ja? Also, ja, und die Kraft der Erde borgen ist nichts anderes, als wenn du von unten nach oben deinen Körper scannst und diese Kraft immer mehr zu einer spirituellen, sagen wir mal besser, zu einer inneren Kraft machst. Ja? In dieser Banalität, die jetzt jeder benutzt und verwendet, steckt aber die Essenz der Vergleichbarkeit der verschiedenen Stile drin und das versteckt auch die Essenz einer geschickten, gesunden Bewegung auf Planet Erde drin. Das rebellierende Qi, was die chinesische Medizin benutzt, fängt schon da an, wenn der Mensch als Denkwesen zuerst seine Hände einsetzt. Ja, man greift zu einer schweren Kiste, will die hochheben, die Hände packen zuerst zu, der Schultergürtel macht dicht, die Beine kommen danach, die Bandscheibe jammert und ist schon gequetscht oder die Schulter schon verrenkt, weil in dem Moment, wenn ich diese Konzeption von Heben, Senken nicht kenne, spiele ich im Prinzip immer gegen mich. Das Qi rebelliert, würde man sagen. Ja? Das ist leider der Fall. Ja? Und in dem Up and Down finden wir diese Korrektheit. Diese ganze Geschichte will ich jetzt nicht weiter ausbauen, weil in dem Videoclip, der jetzt kommt, den ich abgedreht habe vorneweg, weil ich bin gerade auf dem Seminar bei Wiki Chin, meinem aktuellen Tai Chi-Lehrer, der ist aus Neuseeland da. Da habe ich diese Story nochmal drin und bevor ich jetzt, bevor es gedoppelt wird, empfehle ich mal den Clip abzufahren und dann können wir nochmal drüber reden. Helmut, vielen Dank. Ich finde, du hast es jetzt schon sehr schön herausgestellt, was für dich die Quintessenz von den Loosenings ist. Und damit, Vincent, bitte Film ab.
Wunderschönen guten Tag, ich bin Helmut Bauer, einer der aktuellen Vorstände zusammen mit Angelika Hansen der Deutschen Qigong-Gesellschaft. Ich freue mich hier zum Welt-Tai-Chi-Qigong-Tag 2023 etwas Qigong zu präsentieren und vor allen Dingen vielleicht auch gemeinsam zu begreifen. Und dazu habe ich die Loosenings ausgewählt. Den Einstieg. Für alle Qigong-Übungen gilt vorneweg, vor der Methode kommt das Verständnis, wie sich das Qi bewegen lässt. Das Qi folgt einfach im Prinzip nur zwei Bewegungen, nämlich dem Heben und Senken, dem Öffnen und Schließen. Heben und Senken ist simpel gezeigt das hier, sinken, steigen, heben, senken, öffnen, schließen. Das klingt im ersten Moment ultra banal, aber auf Planet Erde gilt eben das Gesetz, zuallererst kommt Sinken und Steigen. Lange, lange, lange kommt dann nichts mehr und dann kommt vorwärts, rückwärts, seitwärts. Die Armbewegung öffnen und schließen wird im Allgemeinen gerne unterbewertet. Ging mir ähnlich über Jahre. Das heißt einfach flapsig öffnen und schließen, aber ob ich jetzt im Karate oder im Kung Fu eine Faust mache und schütte, ist diese Bewegung drin. Ja? Ob ich den Staubsauger bewege, die Zahnbürste, das Messer beim Schneiden bewege, ist hinter jeder Bewegung, die Mensch auf Planet Erde machen kann, ein Öffnen, ein Schließen. Diese Bewegung als Urbewegung dahinter. Also habe ich mit dem Heben und Senken, dem Öffnen und Schließen, die zwei allerwichtigsten Bewegungen des Planeten Erde verstanden. Dahinter steckt aber jetzt dann doch ein bisschen Loslassen von alten Gewohnheiten, Wiederentdecken von kindlicher Bewegung, die eigentlich dem Gesetz von Himmel und Erde folgt. Ja, das Gesetz von Himmel und Erde heißt Sinken und Steigen. Und jetzt aber, wie funktioniert dieses Sinken und Steigen, dieses Up and Down auf Englisch? Es funktioniert so, dass Sinken von den Füßen her durch den Körper organisiert wird, durch die Gelenke. Fuß, Knöchel, Knie, Leiste, Becken, Wirbelsäule, Schulter, Hände, Scheitel. Aufrichten funktioniert auch von unten nach oben. Fuß, Knöchel, Knie, Leisten, Becken, Wirbelsäule, Schulter, Hände, Scheitel. Kleine Kinder, die hinfallen, verletzen sich nicht, weil sie noch ganz natürlich diesem Gesetz folgen. Das heißt, ein kleines Kind, das hinfällt, fängt von unten an loszulassen und setzt sich dann hin. Und beim Aufstehen kommt es genauso wieder hoch. Die Problematik des Erwachsenen, der da nicht mehr mit verbunden ist mit dieser einfachen Welle, ist die, dass er sich steif macht, sich mit den Händen abfängt und von oben nach unten der Erde entgegenkommt. Ja, das ist manchmal dann ungesund. So, jetzt schauen wir uns diese Bewegung von Up and Down mal ganz genau an. Sinken heißt, Füße schmelzen in die Erde, Gewicht ist zwei Drittel vorne, wir stehen über Yangquan. Die Knie werden locker, die Leisten. Die Wirbelsäule gerade, die Schultern locker, Aufmerksamkeit fließt in die Hände und zum Scheitel. Jetzt haben wir den Begriff Aufmerksamkeit reingespielt. In den alten Schriften heißt es und die Erfahrung im Qigong ist, Kraft folgt der Aufmerksamkeit oder noch besser, Herzgeist lenkt Aufmerksamkeit. Am besten ein wissendes Buddha-Lächeln lenkt die Aufmerksamkeit. Dieses Wissen, das hier in diesem Wissen, dem Lächeln auftaucht, bezieht sich auf Bewusstsein, auf Spüren, nicht auf Verstandeswissen. Bevor wir jetzt ins Üben eintauchen und versuchen, dieses Up and Down umzusetzen und dann in die erste Loosenings hinüberwechseln, machen wir eine kleine Bestandsaufnahme. Ich kann nur das bewegen, was ich spüren kann. Wir starten mal gemeinsam, wer mitmachen möchte, ist eingeladen. Wir stellen uns aufrecht hin, die Füße im leichten V-Stand. Und jetzt gibt es ein paar alte Informationen aus den alten Klassikern, aus den alten Schriften. Ein goldener Faden zieht den Scheitel in die Wolken. Das richtet schon mal den Kopf gerade auf. Jetzt verlängert sich dieser goldene Faden durch die Mitte des Körpers als zentrales Gleichgewicht. Trifft Beckenboden zwischen Anus und Geschlecht. Der Meridianpunkt heißt Hüyin. In der Verlängerung trifft er zwischen den Vorderfüßen im Boden. Diese Aufrichtung ist erstmal wichtig.
Wenn ich jetzt langsam diese Reise durch den Körper nochmal nachvollziehe, goldener Faden zieht hoch, Mitte des Körpers Lichtkanal, entsteht vielleicht das Gefühl, einen wunderbar leeren Körpertempel zu bewohnen mit der Aufmerksamkeit. Dazu geht vielleicht mal der Blick von innen nach außen auf eine glatte Stirn, auf eine entspannte äußere Augenpartie. Und hier gibt es eine Empfehlung, der Blick ist in die Ferne gerichtet, peripher. Hier heißt es in alten Schriften dazu, sehen und doch nicht sehen. Weich schauen, peripher schauen. Dadurch geht der Fokus dieser peripheren Sicht nach innen. Dann heißt es in den alten Schriften, Zunge am oberen Gaumen der Schneidezähne, kaum Muskulatur locker. Das schließt du mal, renn mal zusammen, man spricht von der Elsterbrücke. Dann geht die Reise durch den leeren Hals, einen wohlig leeren Hals, hin zum Schultergürtel. Hier stelle ich mir einen Schulterfallschirm vor, einen Deckel auf dem Brustkorb. Die Schulterblätter gehen in ein sanftes Sinken und gehen leicht zusammen. Das öffnet den Schlüsselbeinbereich, Kamm der Schulter sinkt. Die leeren Oberarme schließen am Schultergürtel an, die Ellenbogen am Oberarm, die Unterarme am Ellenbogen. Und dann kommen die Hände und die fühlen sich am besten mal an, leer wie Handschuhe. Handfläche innen, Handrücken außen, Finger leere Räume. Zurück zum Brustkorb, vorne ist Shanzong, hinten ist Ling Tai, also Brust, Bein, Brustwirbelsäule, wohlig leerer Raum. Dieses leere Raumgefühl wird auch im Herzsutra beschrieben als Leerheit ist Form, Form ist Leerheit. Leerheit ist nicht verschieden von Form, noch ist Form verschieden von Leerheit. Dahinter steckt eine ziemlich große Erleuchtung in der Körperwahrnehmung. Solarplexus leer vorne, hinten, Taille. Die Taille darf man nicht mit Hüfte verwechseln, hier ist sehr viel Beweglichkeit in der Lendenwirbelsäule. Dann kommt das Beckenoval und jetzt kommt das Becken. In den alten Schriften hier jetzt ganz wichtig. Leistenhöhe, Schambein immer locker, Becken kann sich setzen. Das heißt, hier wird eine Sollbruchstelle im Energiesystem korrigiert, nämlich das Hohlkreuz. Leisten immer locker, Becken kann sich setzen und dann heißt es sogar, nimm das Steißbein unter die Wirbelsäule. Das heißt, wenn die Leisten locker sind, kann das Steißbein auch losgelassen werden, streckt die Wirbelsäule. Die ganze Wirbelsäule fühlt sich zwischen diesem Loslass im Steißbein, dem goldenen Faden an, wie ein Expander, der auseinandergezogen wird. So, dann versuchen wir jetzt weiter durch den Körper zu gehen. Po-Muskulatur gefühlt leer, Oberschenkel leer, die Knie leere Qi-Kugeln, Kniescheibe, Kniekehle, Raumbegrenzung. Die Unterschenkel leer, gefühlt leere, wohlig tragende Säulen, Knöchel leer, Füße, Fußraum zwischen Fußsohle und Spann, Zehen, Raumverlängerung. Jetzt haben wir den Körper mal wunderbar erspürbar gemacht. Ich kann nur etwas bewegen, was ich spüren kann. Deswegen ist diese Aufnahme des Systems erstmal ganz wichtig. Alles, was ich spüren kann, kann ich bewegen. Was ich nicht spüren kann, habe ich keinen Zugriff drauf. Alles, was ich spüren kann, kann ich regulieren. Jetzt versetzen wir dieses leergeräumte Gefäß in Qi-Bewegung. Jetzt kommt dieses Up and Down dazu. Jetzt sind wir gerade mal vom Scheitel in die Füße gewandert. In alten Schriften wird es bezeichnet, das Qi des Himmels schlucken. Die Kraft der Erde borgen heißt von unten nach oben jetzt. Die erste Bewegung, indem wir sinken, initiieren. Von den Füßen her sinken, Füße schmelzen, Knöchel, Unterschenkel, Knie. Es fängt an, eine kleine Kniebeuge. Wichtig, diese Kniebeuge bleibt in Bewegung, bis der Körperscan wieder am Scheitel in den Fingern ist. Leisten locker, nach hinten setzen die Leisten, Steißbein unter die Wirbelsäule, sinkende Schultern, Abzweig in die Finger und zum Scheitel. Dann als nächstes wieder langsam nach unten. Jetzt kommt erst wieder die Einheit Qi des Himmels schlucken. Einmal durch den Körper, Kopf, Hals, Brust, Bauch, Becken, Beine, Füße. Aus den Füßen heraus aufrichten lassen. Fuß, Knöchel, Knie, Leisten, Becken, Wirbelsäule, Schulter, Hände, Scheitel.
Abzweig in die Fingerspitzen natürlich. Jetzt haben wir das Up und Down verstanden, vielleicht auch schon begriffen, vielleicht auch schon erfahren. Wir probieren das nochmal. Qi-Schlucken ist die Reise vom Scheitel in die Füße. Sinken von den Füßen, Fußknöchel, Knie, Leisten, Becken, Wirbelsäule, Schulter, Hände, Scheitel. Qi-Schlucken aufrichten lassen, Fußknöchel, Knie, Leisten, Becken, Wirbelsäule, Schulter, Hände, Scheitel. Jetzt kann man noch den lebenswillen Atem dazu schalten. Zum Sinken passt sehr gut hier ausatmen. Und zum Aufrichten passt gut einatmen. Am besten aber der Atem verbindet sich weich mit diesem Spiel von Aufrichten und Sinken. Hier heißt es, Herzgeist lenkt Aufmerksamkeit. Dann kommt erst eine kleine Pause. Atem und Qi folgen. Folgen. Atem läuft nicht kontrollierend, steuernd vorneweg. Der Atem geschieht sanft und leise. Am besten durch die Nase. Jetzt ist schon sehr viel Erleuchtung passiert. Das Up and Down ist die große Welle, die jetzt entsteht. Ein Sinken, ein Steigen reiht sich aneinander. Dazwischen noch das Qi des Himmels schlucken, dieses nach unten spüren. Und im Prinzip ist der Körper jetzt aufgelöst in pure Energie und Qi-Fluss. Dieses Up and Down und Öffnen, Schließen kommt, wie gesagt, weit, weit, weit vor jeder Methode. Bevor man eine Methode wie Fan Huang Gong oder Kranich üben kann, braucht man diese Welle als Motor hinter der Methode. Jetzt lernen wir als nächstes nochmal ganz bewusst das Öffnen, Schließen. Ich verlagere mal auf ein Bein, öffne meinen V-Stand zum Schulterbreitstand. So. Jetzt alles, was Bewegung auf Planet Erde ausmacht und die Arme betrifft, bezieht sich auf Öffnen, Schließen. Öffnen ist das hier und Schließen ist das hier. Die Gesetzmäßigkeit des Körpers heißt, der Oberarm ist an der Schulter festgemacht. Mit einer sinkenden Schulter am besten verbunden, steigt der Oberarm, nimmt den Unterarm mit. Stimmt diese Bewegung, hängt an dem Ellenbogen in der Verlängerung des Oberarms der Unterarm. Hängt in der Verlängerung des Unterarms übers Handgelenk die Hand. Und wenn die Bewegung entsprechend genau so nach außen läuft, entsteht ein stimmiges Öffnen. Schließen umgekehrt. Wir sinken von den Füßen her, die sinkenden Schultern nehmen die Oberarme mit. Und der Unterarm verzögert mal etwas, so wie ein Luftpolster, das unter den Flügeln ist, die Bewegung etwas abstoppt. Dann kommt der Unterarm und dann kommt etwas verzögertes Handgelenk. Und jetzt habe ich eine stimmige Bewegung, die man Öffnen, Schließen nennt. Ob das später eine Bewegung in Kung Fu ist, ob das eine Bewegung mit dem Staubsauger ist, ob das eine Bewegung beim Brotschneiden ist, der Oberarm geht weg vom Körper, kommt zurück, der Unterarm folgt dem Oberarm, die Hand folgt dem Unterarm. Mit dem Öffnen, Schließen wird man Experte für geschicktes sich bewegen mit dem Armsystem. Jetzt verbindet man das Ganze natürlich mit den Füßen, das heißt, wenn sich etwas bewegt in den alten Schriften, bewegt sich alles. Ist eine Bewegung fertig, ist alles fertig. Mache ich kurz vor. Heben ein. Sinken aus. Warum ist es so wichtig? In vielen Bewegungen rennt die Hand davon, meint, dass die Hand das Qi führt, unabhängig von der Schulter. Dann kommen eigentlich rebellierende Qi-Phänomene ins Programm. Das heißt, sobald die Hand führt, rebelliert das Qi. Das heißt, wenn die Hand das Qi nach unten zieht und die Hand meint, das Qi durch den Körper zu lenken, ist hier im System des Qi-Führens eigentlich ein Fehler passiert. Die Hand ist Endpunkt der Bewegung von da nach da nach da und nicht Anfangspunkt. Im Alltag die Schulterverspannung, die Migräne, die Schulterverletzungen kommen alle daher, weil die Hand der Bewegung davonläuft, zuerst zugreift und danach das restliche System kommt. Bewegung funktioniert nur korrekt, wenn es heißt Rumpf,
Schulter, Oberarm, Unterarm, Hand. Schulter, Oberarm, Unterarm, Hand. Im Alltag leider oft eben ungünstiger gestaltet. So, jetzt zeige ich das nochmal. Mit der Bewegung hier haben wir schon die Loosening 2. Wenn das verstanden ist, können wir anfangen, die Hüfte als Lenkrad der Bewegung zu verwenden. Kraft kommt aus der Erde, wird über die Hüfte gelenkt, fließt in die Extremitäten, in die Fingerspitzen zum Scheitel. Schaut in der Loosening 1 so aus. Schaut wieder sehr harmlos aus. Jetzt mal der korrekte Qi-Fluss rein. Der korrekte Qi-Fluss heißt, ich möchte mich ins rechte Bein bewegen. Ich hole mich mit der Aufmerksamkeit unter der rechten Fußsohle ab. Also Qi des Himmels schlucken, rechte Fußsohle. Hineinsinken, Fußknöchel, Knie, Knie auf große Zehe zu, Leisten locker nach hinten gesetzt. Hier entkoppelt, locker. Jetzt kann die Hüfte von unten nach oben ins Spiel kommen und den Rumpf drehen und das Qi umlenken in die Arme. Weg zurück, gleiche Geschichte, wieder unten abholen unter der rechten Sohle, 3 bis 5 cm aufrichten in die Mitte, Fußknöchel, Knie, Leisten, Becken, Wirbelsäule, Schulter, Hände, Scheitel gerade. Der Weg in die linke Sohle. Aufmerksamkeit in die Sohle, von der Sohle her abholen, Fußknöchel, Knie, korrektes Sinken, Hüfte, Wirbelsäule, Schulter, Hände, Scheitel. Das Ganze in Verbindung mit der Armbewegung kommt jetzt die Loosening 1 zustande. Kann man sehr schön mit Atem verbinden, zum Beispiel einatmen, ausatmen. Mit diesem Verlagern in die rechte oder linke Seite lerne ich schon laufen. Beim Laufen passiert Folgendes: Ich stehe ganz auf einem Bein, habe ein Bein frei, kann den Schritt setzen. Belaste wieder das andere Bein, kann wieder den nächsten Schritt setzen, belaste wieder das nächste Bein. Jetzt haben wir über dieses Verstehen von Up and Down, Öffnen und Schließen bereits Stehen entwickelt, belebtes, bewegtes Stehen, Gehen entwickelt. Nach den Gesetzmäßigkeiten des Planeten Erde, nach einem stimmigen Öffnen, Schließen. Dieses stimmige Heben, Senken, Öffnen, Schließen ist die Essenz hinter allen Qigong-Formen und kommt weit vor jeder Methode. Man findet in einer Methode, die kann Fan Huang Gong oder Kranich, wie auch immer heißen, nicht automatisch diesen Qi-Fluss des Heben, Senken. Aber man kann mit dem Heben, Senken jede Methode bewegen. Ohne Heben, Senken hat man ein Chassis, eine Autohülle ohne Motor. Mit dem Heben, Senken und Öffnen, Schließen hat man den Motor und kann jede Menge Chassis drum fahren. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Es war das Geschenk von Heben, Senken, Öffnen, Schließen zum Welt-Tai-Chi-Qigong-Tag 2023. Es gibt dazu jede Menge Informationen auf unserer Website tao-bamberg oder besser auf unserem YouTube-Channel gibt es viel mehr von diesen Loosenings. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.